So Leute, ich habe hier jetzt zwei Hosen entfärbt. Die eine Hose war zu 100% aus Baumwolle, die andere 98% Baumwolle. Die eine war richtig schwarz, also blass geworden, schwarz. Ich wollte die umfärben und die andere war grün. So sieht das aus. Ich habe dafür, also das, und ich will sie in Marineblau färben. Und ich musste sie erstmal entfärben. Ich wusste nicht, ob das geht, weil ich habe mir von der Marke diesen Entfärber besorgt. Nach Anleitung habe ich das gemacht. Ja, da steht, irgendwie habe ich mich nicht dran gehalten, weil hier steht irgendwie, warte mal, wo war das? Hier, 90 Grad Wasser. Naja, jetzt ist meine Kamera schlecht, zoomen. Irgendwie 90 Grad Wasser, 10 Minuten, 30 Grad Wasser, ein Tag und so. Ich habe das mit 90 Grad gemacht. Das Ergebnis sieht so aus. Die eine Hose war wirklich richtig grün. Die ist, welche war die jetzt? Das war die hier. Das war die Hose hier. Die grüne. Wie gesagt, 98. Ich muss mir, glaube ich, eine bessere Kamera besorgen. Ah, hier. Kann man das sehen? Ah, 98% Baumwolle. Und von Elastan, glaube ich, ist nichts mehr übrig. Also die war wirklich grün. Hier ist es, hier ist das Futter. Das war schwarz, aber weil das ja Synthetik ist, hier, weil das keine Baumwolle ist, hat sich nicht gefärbt. Die müsste nur sein. Die geht dann hier bis hier runter. Oder? Jemals, die war richtig schwarz, natürlich blass schwarz, und die habe ich jetzt entfärbt. Und aber warum das hier so, diese Farbe? Achso, das schwarze Schmuckfisch. So, die lasse ich noch liegen und dann werde ich sie, also ich habe es nach der Anleitung gemacht. Aber in der Anleitung stand drin, dass irgendwie halbe Packung für 6 Liter 90 Grad. Ich habe dann aber 6 Liter 90 Grad eine ganze Packung genommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich wollte nicht zu viel experimentieren. Dann werde ich das mit dieser Farbe färben. Das Ergebnis werde ich nochmal zeigen. Und danach werde ich hier fixieren. Soll man machen, damit die Farbe drauf hält. Simplico, na, Farbfixierer, dann nochmal die Farbe hier. Das ist keine Schleichwerbung. Ich will nur damit sagen, dass es eventuell funktionieren wird.